Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehpalette, Ihrem bunten Mixformat. Es ist Sommer und wie immer im Sommer gibt es viele Veranstaltungen in unserer Stadt. Einige davon zeigen wir Ihnen heute. Das 29. Univideo-Magazin mit dem 6. Autokino, ein Rollenspiel beim Sparrenburgfest und Impressionen vom Start der Luna Freiluftkinosaison. Ende Juli haben sich auf dem Parkplatz der Universität Bielefeld wieder mehrere hundert Besucher mit ihren fahrbaren Untersätzen zusammengefunden. Grund: das 29. Univideo-Magazin mit dem 6. Autokino. Wieder wurden tolle Kurzfilme gezeigt. Leider war es das letzte Mal, denn im nächsten Jahr wird dort der Ersatzbau der Universität stehen. Ich habe mich mit meiner Kollegin Viktoria Horst einmal umgesehen und die Stimmung gecheckt. Am 23. Juni war es mal wieder soweit. Zum 19. Mal fand das Uni-Videomagazin im Autokino statt. Mehrere Besucher kamen mit ihren Autos, um einen schönen Filmabend zu genießen. Bei trockenem Wetter füllte sich der Uni-Parkplatz recht schnell. Die Besucher hatten hohe Erwartungen. Gute Schauspieler und Spaß. Auch wieder ein recht buntes, unterhaltsames Programm von kurzen, schönen Filmen. Ich hoffe einfach mal, eine möglichst große Spannbreite an Themen zu sehen. Und ich hoffe, die Filme sind relativ interessant. Einen sehr witzigen und spannenden Abend. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Unter dem Motto Vorsicht Kinder wurden insgesamt 16 Kurzfilme gezeigt. Produziert wurden die meisten von Studenten der Universität Bielefeld. Durch den Abend führten natürlich zwei kompetente Moderatoren, nämlich Erik Magnifico und Katharina Kupke. Die Zuschauer konnten abstimmen, welcher Film der beste war. Platz 3 machte hier der Kurzfilm The Rise and Fall of Halbwissen Man. Der direkte Übergang vom BAföG zur Rente ist das höchste Ziel eines jeden Studenten. Platz 2 ging an Sweet Dreams, ein Film aus der Sicht eines Babys. What a difference a day made. The sun and the flowers, where there used to be rain. Die Spannung stieg und dann wurde der Siegerfilm verkündet. 2, 3. Nature Hunter! Hi, willkommen zu Nature Hunter. Dieses Mal suchen wir nach dem schlimmsten Parasiten, den es gibt. Er verursacht üble Schwellungen im menschlichen Körper. Okay. Machen wir uns auf die Suche nach dieser gefährlichen Kreatur. Let's go! Der Sieger, Nature Hunter, wurde ausgiebig bejubelt. Die Macher des Films bekamen die goldene Trophäe überreicht. Gefeiert wurde noch lange. Fazit: ein gelungener Abend. Und wer weiß, vielleicht war es nicht der letzte. Keine Sorge, der Schauspieler wurde nicht von einem Krokodil gefressen. Neben dem Autokino fand am gleichen Wochenende das alljährliche Sparrenburgfest statt. Das Gelände rund um die Burg hat sich wieder einmal ins Mittelalter zurückversetzt. Und da gab es wertvolle Schätze. Martin Hofmann sucht in dem nun folgenden Kurzfilm nach dem kostbaren Gold. Einen recht schönen Morgen, Meister. Hoi, grüß euch. Uns bedürft es eines Rates. Habt ihr ein Zipperlein oder was plaget euch? Nein, nein. Wir suchen des Goldes Erzeugnis. Des Goldes Erzeugnis?
Ah, es könnte sein, dass ihr auf der Suche nach einem Schmied seid, der in der Lage sei, Gold so zu fertigen, um die Weibsbilder mit mancher Ringlein und Geschmeiden zu behängen. Mag das denn sein, dass ein solches Suche? Gott zum Gruße, werter Schmied. So, seid gegrüßet. Was tragt ihr für sonderlich absonderlich Dinge mit euch herum? Ein Knochen und so ein Ding vor dem Auge. Was soll das sein? Uns schicket der Meister. Der Meister? Er saget uns, ihr wisset, wo wir finden das kostbare Gold. Das kostbare Gold? Ja, das ist schwierig. Ich hab gehöre, dass es auf dem Markt hier auch welche gibt, die damit Handel treiben. Könnt ihr euch besser zur Allwissenden schicken, zur Schreiberin? Dann müsst ihr einmal außen um die Burg herum und findet dort die Schreiberin. Vielleicht könnt sie euch weiterhelfen. Mir wird da jetzt nichts zu einfallen. Einen recht schönen Morgen, holde Dame. Seid gegrüßet. Uns schicket die Marktleut. Wir suchet etwas, das des geschäftigsten Tieres zu verdanken ist. Des geschäftigsten Tieres? Ja. Vielleicht meint ihr die Falknerei? Gott zum Gruße, holde Maid. Könnt ihr mir sagen, wo ich das Erzeugnis des Goldes finde? Ja, ihr müsstet diesem Greif verfolgen. Ich schicke ihn voraus. Gold? Soll es hier welches geben? Ja, habe ich gehört. Ja, wenn, dann wird das wohl vom Vogt verwaltet. Wer sollte sonst kostbares Gold hier besitzen? Wendet euch vertrauensvoll an ihn. Das werden wir tun. Lebet wohl. Edler Herr, ihr seid die Vertretung für den Landvogt. So saget mir, könnt ihr meine Frage beantworten? Wo finde ich das kostbare Gold? Das kostbare Gold? Diese Frage kann ich euch nicht beantworten. So, an wen solltet ich mich wenden? Am besten wäre es, ihr wendet euch an den ersten Mann des Magistrates. Que fue todo de todas las hembras.
Werter Magistrat, wissen Sie die Lösung, wo ich das kostbare Gold finde, das edelste Getränk? Ich bin die fleischgewordene Obrigkeit und selbstverständlich weiß ich die Lösung. Mein Sohn, in meinem Rücken, dort ist der Stand des Mets. Ah, da ist er. Ich danke euch. Seid gegrüßt. Was kann ich für euch tun? Oh, es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich glaube, meine Suche ist zu Ende gekommen. Habt ihr das Met? Das Goldene? Natürlich haben wir das Met. Ein vorzüglicher Tropfen. Oder ist es das kostbare Gold, nach dem ich gesucht habe? Und was kostet es? 11 der Silberlinge muss er berappen dafür. 11 der Silberlinge. Oh, was mache ich da bloß? Recke, haltet ein! Ihr müsst noch euren Obolus berappen. So, und jetzt wirst du hier hangen. 3 Tage bei Wasser und Brot. Volk zu Bielefeld, kommt einmal hierher. Kommt einmal hierher, halt euch, halt euch. Ein besonderes Prozedere soll hier vonstatten gehen. Kommt hierher. Besiegt ihn euch, diesen hier, in seiner misslichen Lage. Ja, jetzt jammert er und fleht er. Ich hab doch nur das Met geklaut. So hören und vernehmet die Kunde. Dieser hier, mit feinem Gewande im Leibe, gleicht einem reichen Pfeffersack. Und was hat er getan? Es ist ein Knappsack, nicht nur im Herzen, sondern auch von der Art und Weise her, hat sich erdreistet, dort beim Honigmönch gar selbst ein ganzes Becherlein mit dem guten Saft in sich hinein zu verstürzen und die Zeche schuldig zu bleiben. Und deswegen hängt er jetzt hier in seiner misslichen Lage 3 Tage bei Wasser und Brot.